Hallo, wir sind Sarah, Susanna, Muriel und Federico. Und wir sind die AG-Expedition vom Julius-Tusbeck-Gymnasium in Neukirchen-Krühl. Wir gehen alle in die 9. Klasse und präsentieren euch heute unseren super coolen Freizeitsnack, das letzte Einhorn. Wir wollten euch jetzt mal einen tollen Snack auch ohne Fleisch bieten, was mir als Vegetarierin natürlich sehr gut gefällt. An unserer Schule wird zum Glück immer mehr auf gesunde Ernährung geachtet, was wir mit unserer AG-Expedition natürlich zu 100% vorantreiben. Die Leiterin dieser AG, Frau Dukarski, unsere stellvertretende Klassenlehrerin, die ausgebildete Ernährungsberaterin, ist natürlich auch heute hier, um unser Projekt zu unterstützen. Hallo! So, dann kommt mal mit zum Einkaufen in unseren Lieblings-Bioladen. So, wir brauchen eine Paprika, zwei Möhren, eine Zitrone, eine Gurke und ein Avocado. Wir brauchen auch noch Speisequark und Dinkelmehl. Also wir sind jetzt bei mir zu Hause, weil wir leider keine Schulküche haben. Und für unseren coolen Freizeitsnack, das letzte Einhorn, müsst ihr eine Hörnchenform basteln. Also es wäre auf jeden Fall vorteilhaft. Und dafür braucht ihr gar nicht viel, das könnt ihr ganz einfach zu Hause selber machen. Dafür braucht ihr einfach nur ein Stück Pappe, ein bisschen Tesafilm und Alufolie. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das machen könnt. Also ihr rollt einfach das hier zu einem Trichter. Muss gar nicht so perfekt sein. So. Ungefähr. Und dann befestigt ihr das mit ein bisschen Tesafilm, dass das hält. So. Dann nehmt ihr Alufolie. Und wickelt die da einfach so rum. Und fertig ist euer Hörnchen. So, ich zeige euch jetzt, wie ihr die Hörnchen formt mit Hilfe des Hörnchenförmchens. Und dafür haben wir einen vorbereiteten Pizzateig natürlich selber gemacht. Den haben wir halt schon vorbereitet, weil da ist Hefe drin und das muss halt dann über Nacht gehen. Und ja, let's go, würde ich sagen. Zuerst müsst ihr den Teig so ein bisschen langziehen und strecken. Und ein bisschen rollen. So, jetzt nehme ich das Förmchen. Setz den Teig hier oben an und wickel den um das vorbereitete Förmchen drum. Wenn das nicht so gleichmäßig ist, ist das nicht schlimm. Das kann man gleich alles noch wunderbar korrigieren. Wird der ein bisschen fixiert und hier vorne wird die Spitze geschlossen. Jetzt kommen wir zum Bestreichen des Hörnchens. Dafür habe ich jetzt ein Ei und hier ist ein ganz mini bisschen Wasser drin in der Schüssel. Ihr werdet jetzt erstmal das Ei trennen, das ist ganz einfach. Ihr schlagt das halt auf. Brecht das durch und so, das Eiweiß kommt in die eine Schüssel und das Eigelb kommt gleich zu dem Wasser hinzu. Eigelb und Wasser vermixe ich jetzt mit einer Gabel. Jetzt nehme ich einen Teller, lege das Hörnchen da drauf und da wir jetzt keinen Pinsel hatten, wälzen wir jetzt einfach das Hörnchen ein bisschen in dieser Eigelb-Wassermasse. So, das Ganze wird jetzt noch mit ein bisschen Sesam garniert. Den streue ich jetzt einfach darüber. Jetzt muss das Ganze in den Ofen und dann geht's weiter. So, ab in den Ofen damit. Ich bereite jetzt die Quark-Avocado-Creme vor. Dazu brauchen wir erstmal eine Rührschüssel und Quark. Davon tue ich erstmal was hier rein. Dann haben wir hier eine halbe Avocado. Die habe ich jetzt schon durchgeschnitten und hier schön vorbereitet. Dann zermanscht man das so. So, dann tue ich das hier auch mit rein. Und dann gebe ich noch etwas Zitrone dazu, einfach für das Aroma. Und dann rühre ich das Ganze um. Dann tun wir da noch etwas Kräuter dazu. Dazu haben wir jetzt erstmal hier Schnittlauch.
Also hier ist die Petersilie. Die schneide ich dann auch einfach. Dann als Gewürze tun wir hier noch Pfeffer dazu. Dann ist unsere Quark-Avocado-Creme auch schon fertig. Ja, unsere Hörnchen sind jetzt goldbraun und deswegen ja, nehmen wir die jetzt raus und lassen die dann kurz abkühlen. So, ich werde jetzt hier die Füllung für die Hörnchen vorbereiten und dazu werde ich jetzt Gemüse in kleine dünne Streifen schneiden. Und dabei ist wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die ähnlich lang sind. Also, dass nicht eins so total lang ist und das andere dann noch so da drin irgendwie untergeht. Und das Schöne ist halt, dass man das total variieren kann, weil man da nicht unbedingt das Gemüse nehmen muss. So, ich schneide jetzt gerade die Gurke und da ist das schön, wenn man das Innere halt so rausschneidet, weil die dann halt stabiler sind und besonders länger haltbar. Zum Beispiel, wenn man das mit in die Schule nehmen möchte oder so, dann ist das dann halt noch so frisch und knusprig. Die will ich, die mag mich nicht. Stück für Stück. So, ich nehme jetzt einfach hier die andere Hälfte von der Avocado, eben vom Quark. Und die schneide ich dann auch in Streifen. Dann müsste irgendwie extra eine. Okay. Machen wir. Okidoki, wir haben bestimmt noch irgendwas ausgenutzt. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt, dem Befüllen des Hörnchens. Und dann fangt ihr einfach an, die Avocado-Quark-Creme hier da reinzufüllen. Müsst das auch nicht ganz bis nach oben voll machen. So. Und dann steckt ihr einfach die Gemüsesticks da rein. Fang jetzt mal an mit der Gurke. So. Und als letztes die Avocado. Und fertig ist das letzte Einhorn. Doodle 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 dood